Mach den Part, Junge. Wie hast du angefangen? Druck. Nicht so laut. Nein, der macht Spaß. Ihr könnt nie ernst nehmen, was der sagt. Nicht durchs Bild. Oh. Ey, wir verarschen euch schon. Alles gut. Cooles Intro. Kompliment. Ja, mein Freund, da sind wir auch schon beim Thema. Heute geht es um Komplimente. Wir reden darüber, wie du einer Frau ein richtig gutes Kompliment machst, dass sie auch Bock hat, sich mit dir weiter zu unterhalten. Wir erleben es immer wieder in unseren Coachings, dass da eine große Unsicherheit ist. Also die Leute haben irgendwie Angst, wenn sie einer Frau ein Kompliment machen, dass das vielleicht bedürftig klingen könnte. Oder sie machen einer Frau ein Kompliment und denken dann, ah, wenn ich das sage, ist das vielleicht nicht ein bisschen zu krass. Baut das so viel Druck auf und die Frau geht aus dem Gespräch raus. Und heute geben wir dir eine Anleitung dafür, wie du ein gutes Kompliment machst. Aber zuerst müssen wir über die Grundlagen sprechen. Und zwar ist es wichtig beim Kompliment, dass du dir klar machst, ne, woher kommt das? Was ist deine Motivation hinter dem Kompliment? Und darüber reden wir im ersten Punkt. Ja, Kai hat es gerade schon erwähnt. Das Wichtige ist erstmal zu verstehen, aus welcher Grundmotivation, also mit welcher inneren Einstellung du Frauen Komplimente machst. In dieser Mann-Frau-Konstellation, wenn du einer Frau gegenüberstehst und sie ansprichst, wo siehst du dich da? Also bist du auf Augenhöhe mit der Frau, ist die Frage, oder stellst du die Frau sogar ein bisschen auf den Podest? Denn dieses ganze Thema, Komplimente wirken zu bedürftig, was wir immer wieder hören, das entsteht halt erst, wenn genau Letzteres der Fall ist, wenn du die Frau auf dem Podest stehst. Also wenn du ihr ein Kompliment machst, aber nicht auf Augenhöhe bist. Wenn du mit dem Kompliment irgendwie versuchst, bei ihr eine Reaktion auszulösen, wenn du irgendwie nach Bestätigung suchst, dann wirkt das Ganze bedürftig. Doch wenn du auf einer Augenhöhe mit der Frau bist oder sogar so ein bisschen drüber, so nach dem Motto, hey, ich finde die optisch gut und ich mache jetzt einfach mal ein Kompliment und schau, wie die persönlich drauf ist. Wenn du so mit der Einstellung rangehst, dann wirken deine Komplimente nicht bedürftig. Und dann kommst du halt aus so einer inneren Einstellung, dass du die Frau einfach mal kennenlernen möchtest und dir einfach ein Kompliment machst. Und das Kompliment ist auch nichts Großes, nichts Wildes für dich. Du sagst dann einfach, hey, du bist voll mein Typ, gefällst mir, hi, wie geht's dir? Und dann geht das Gespräch auch schon weiter. Also da ist jetzt gar keine Pause, dass du irgendwie guckst, wie die Frau reagiert oder sonst was. Nein, du willst einfach gucken, ob die Frau cool drauf ist, ob das passen könnte, machst dir ein Kompliment und führst das Gespräch dann fort. Ja, und dazu auch eine kleine Story aus meiner Vergangenheit, als ich noch der nette Typ war, ohne Dates, ohne Frauen. Ja, da habe ich nämlich genau so Komplimente gemacht. Also mir hat genau diese Grundeinstellung gefehlt. Ich habe mich gar nicht auf Augenhöhe mit den Frauen gesehen, im Gegenteil. Die Frauen waren hier oben, ich war hier, ich habe Komplimente gemacht und die waren auch super, die Komplimente. Ich hatte da wirklich tolle Sätze, smoothe Komplimente am Start, aber es war halt einfach meine Energie, meine Einstellung, die nicht gestimmt hat. Es sah dann so aus, ich habe eine Frau ein Kompliment gemacht, ey, du gefällst mir total gut, du hast voll die schöne Ausstrahlung. So, Pause, habe die Frau dann so angeguckt, irgendwie auf eine Reaktion gewartet. Ja, und das kam halt mega bedürftig rüber. Und so war das halt bei mir früher. Da hat halt wirklich diese innere Einstellung gefehlt. Deswegen, wenn du einer Frau ein Kompliment machst, dann soll das einfach was Lockeres sein. Das ist für dich easy. Du machst ihr das Kompliment, das Gespräch geht einfach weiter. Also du siehst einfach eine Frau, findest sie gut, siehst dich auf Augenhöhe mit ihr, machst ein Kompliment, um das Gespräch zu eröffnen und natürlich, um der Frau zu zeigen, dass du Interesse hast, damit das Gespräch in die richtige Richtung lenkt. So, und das war's. Danach geht das Gespräch weiter. Du wartest nicht auf irgendeine Reaktion oder was weiß ich, dass die Frau sagt, oh mein Gott, das ist er, der Mann fürs Leben. Nein, es ist einfach ein Kompliment, um das Gespräch zu eröffnen. Und das war's an der Stelle. Also es hat wirklich mit deiner inneren Einstellung zu tun. Und noch eine Sache, kleine Warnung, weil das sehen wir auch immer wieder. Mach der Frau nicht so eine Art Komplimentdusche, dass du wirklich ein Kompliment nach dem anderen raushaust. Das ist vollkommen übertrieben. Einfach am Anfang ein ehrliches Kompliment und vielleicht nochmal in der Mitte, wenn es irgendwie passt. Aber bloß nicht zu viele Komplimente. Antonio. Facebook. Unsere Facebook-Gruppe, Mann. Frauen ansprechen im Alltag. Leute, falls ihr noch nicht dabei seid, ist eine kostenlose private Facebook-Gruppe. Ziemlich cool, da können wir uns gegenseitig unterstützen auf unserer Reise. Egal, ob es jetzt um Ansprechangst geht, darum mehr Nummern und Dates zu bekommen, gelassener im Gespräch zu sein. Da werden alle Themen behandelt. Und das Coole ist,
da kann man auch Wingman suchen. Also wenn du jetzt in der Region lebst und noch niemanden hast zum Rausgehen, komm mal vorbei in unsere Facebook-Gruppe. Da kannst du dich connecten, mit anderen Leuten austauschen und auch mit uns in Kontakt treten. Also checkt's ab. Fangen wir jetzt an, was für Komplimente du einer Frau machen kannst und wie du diese Komplimente machst. Wir unterscheiden da einmal in normale Komplimente und sexuelle Komplimente. Also normale Komplimente, das sind alles die Komplimente, die du theoretisch jeden machen könntest. Ne? Wo du einfach eine Eigenschaft von der Person lobst, ne? Oder einen Kleidungsstil oder was auch immer. Ne? Und dann gibt es halt noch die sexuellen Komplimente, wo du einer Frau halt schon relativ deutlich sagst, ne? Ja, was du eigentlich von ihr willst und die das in dem Moment auch spürt. Und wir fangen erstmal mit den normalen Komplimenten an. Ich war früher der Meister der normalen Komplimente. Also eigentlich nur, weil ich mich nicht getraut habe, sexuelle Komplimente zu machen. Mittlerweile mache ich die normalen Komplimente nicht mehr so viel, aber ich muss das so vorstellen, man ist ja in der Stadt unterwegs, spricht eine Frau an und droppt halt irgendetwas, wie so, hey, coole Schuhe oder hey, cooles Outfit oder hey, schöner Mantel oder was auch immer. Ne? Was du da genau lobst, das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, sondern es geht einfach nur darum, dass du halt irgendetwas in den Raum schmeißt, um mit der Frau ins Gespräch zu kommen. Und das ist halt immer so ein bisschen Typsache, ob man da Bock drauf hat oder nicht. Bei mir war halt immer das Problem, ich habe halt diesen Satz gedroppt und dann wusste ich halt nicht mehr so, wie es weitergehen soll. Dann fielen mir da irgendwie nicht mehr so Sachen ein, die ich sagen sollte und dann stockte das Gespräch immer so ein bisschen. Und für die Frau hat auch so ein normales Kompliment häufig nicht so wirklich gereicht, so als Begründung, um sich weiter mit mir zu unterhalten, sondern ich habe ihr gesagt, hey, schöner Mantel, und die Frau so, ey, danke, ich dachte jetzt, sie könnte weitergehen, und ich fing auf einmal an, sie auszufragen, und so, hey, was machst du gerade so, das, und die Frau dann erstmal so, hey, warum hast du mich jetzt angesprochen, oder sagt, hey, sorry, ich hab eilig und ich muss schnell weiter, und deswegen, normale Komplimente, ne, kannst du so machen, nur als Gesprächseinstieg, so, aber dann, ja, musst du irgendwie eine smoothe Überleitung machen, dass es für die Frau dann irgendwie nicht komisch wird, wenn du sie weiter ausfragst. Normales Kompliment ist halt immer gut, um so ein paar Sympathiepunkte zu sammeln. Ne? Du sagst der Frau irgendetwas und die freut sich darüber, ne? Weil du halt irgendeine Eigenschaft an ihr lobst, aber das Gespräch geht dann noch nicht in eine sexuelle Richtung. Also wenn du, ich sag mal, ein Kleidungsstück einer Frau lobst, dann reicht das halt noch nicht, um ihr halt klar zu machen, in welche Richtung das Ganze laufen soll. Ne? Und deswegen bedenke einfach, dass so ein normales Kompliment einfach nur dafür da ist, um ein Gespräch reinzukommen oder naja, dass dich eine andere Person halt irgendwie sympathisch findet. Aber wenn du eine Frau ansprichst, so, dann ist ja die Sympathie nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund ist halt, dass irgendeine sexuelle Stimmung entsteht. Das bedeutet, wenn du ein normales Kompliment machst oder mit normalen Komplimenten ein Gespräch reingehst, dann musst du halt immer dafür sorgen, dass du später halt nochmal ein sexuelles Kompliment machst oder der Frau irgendwie auf eine andere Art und Weise klar machst, warum du sie jetzt angesprochen hast. Was kann man abschließend zu normalen Komplimenten sagen? Man kann die einfach mal so raushauen, um im Gespräch reinzukommen oder einfach mal im Gespräch ein normales Kompliment raushauen, damit die andere Person sich geschmeichelt fühlt, einen Schmunzler in dem Gesicht der anderen Person zu zaubern. Aber sie haben jetzt nicht eine Wahnsinnswirkung. Um wirklich einen Flirt entstehen zu lassen, bedarf es häufig einer etwas intensiveren Gestik, zum Beispiel ein sexuelles Kompliment. Irgendwie hat der Antoni immer nach dem zweiten Part das Bedürfnis, hier vorne zu sein. Mensch, hast du mich gefilmt, oder was? Ja, nicht niemals du. Willst du niemals du? Hey Jungs, das wollte ich euch noch zeigen. Wie bitte? Ja, und zwar haben wir vor Wochen den Fuß von unserem Stativ verloren. Und jetzt habe ich gerade den Antoni im Set gefilmt. Er sagt ihm das nicht. Was sehe ich da auf einmal? Unseren alten Fuß, den wir vor Wochen verloren haben. Richtig schön. War ein erfolgreicher Tag. Okay, kommen wir zu guter Letzt zu den direkten sexuellen Komplimenten. Okay, die sexuellen Komplimente. Jetzt wird es interessant. Und auch da eine kleine Story von einem guten Freund von mir, der wirklich jahrelang rausgegangen ist, Frauen angesprochen hat. Und immer neutrale Komplimente verwendet hat. Ja, der war dann mit den Frauen im Gespräch, hat denen gesagt, ey, du bist mir aufgefallen, ich finde dich ganz sympathisch. Irgendwie sowas, halt nichts Halbes, nichts Ganzes. Und teilweise hat er sogar Nummern bekommen, aber für die Frau war einfach nie klar, dass das ein potenzieller Mann ist, den sie daten könnte. Dass er ein Mann ist, der Interesse hat. Ja, wirklich, er hatte jahrelang dieses Problem.
bis er irgendwann gemerkt hat, dass er der Frau gar nicht richtig klar macht, was Sache ist. So, und das bringt uns auch direkt zum Vorteil der direkten, der sexuellen Komplimente. Ich meine, du kennst sie aus unseren Videos. Wir gehen immer hin, wenn wir Frauen ansprechen und sagen dann wirklich klipp und klar, was Sache ist. Ey, du bist voll mein Typ. Ich finde dich heiß. Ich finde dich total gut. Du bist süß. Was auch immer. Der Vorteil hierbei ist, ne, vor allem für Anfänger, den können wir das wirklich ans Herz legen, dass die Frau direkt weiß, was Sache ist. Also deine Intention ist einfach klar. Ne? Das Gespräch kann in die richtige Richtung gehen. Und man muss auch dazu sagen, was halt das Coole bei dem Ganzen ist, wenn du noch ein Anfänger bist und so zu den Frauen hingehst, zeigt das einfach, dass du selbstbewusst bist, dass du Eier hast. Ne? Das ist auch nochmal so ein cooler Nebeneffekt. Deswegen versuch wirklich mal so sexuelle Komplimente in deinem Ansprechen, wenn du rausgehst, zu integrieren. Was gibt es bei diesen sexuellen Komplimenten zu beachten? Du kannst natürlich jetzt nicht einfach so raushauen, so ich habe dich da hinten gesehen, ich finde dich sexy. Du musst das in dem Moment auch wirklich meinen und so fühlen. Das heißt, wenn du eine Frau ein direktes Kompliment machst, also sie wirklich dann sagst, so ich finde dich sexy oder ich finde dich heiß oder du bist voll mein Typ, dann musst du das in dem Moment auch wirklich fühlen. Wir kennen unglaublich viele Leute, die machen halt auch diese sexuellen Komplimente, aber die hauen da 10, 15 Stück von am Tag raus, die fühlen das in dem Moment halt nicht und dann kommt das halt überhaupt nicht an. Und was du halt mit direkten oder mit sexuellen Komplimenten halt versuchst zu bewirken, ist halt direkt, dass so ein sexueller Vibe entsteht, dass die Frau direkt denkt so, wow, oder so, oh, das ist ja mal was. Und das schaffst du einfach nur, wenn du das in dem Moment wirklich fühlst, was du sagst, in dir und dieses Gefühl transportierst. Und dann wird die Frau halt in dem Moment auch das fühlen, was du fühlst. Und dann schaffst du es halt, dass von Anfang an direkt die Fronten geklärt sind. Dass die Frau direkt von Anfang an weiß, okay, es ist jetzt ein Flirt und weiß auch sofort, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Ja, viele Männer sagen ja, dass bei diesen direkten Komplimenten zu viel Druck entstehen kann. Und Druck ist hierbei das falsche Wort. Wir verwenden lieber das Wort Spannung. Schau mal, wenn du einer Frau wirklich von der Tonalität her, von deinem Auftreten her ein gutes Kompliment machst, sexuelles Kompliment, ey, ich finde dich heiß, und das gut rüberbringst, dann entsteht da kein Druck, im Gegenteil. Dann entsteht, wie gesagt, Spannung. Und Spannung brauchst du halt in Gesprächen, da muss halt irgendwas entstehen. Druck bedeutet ja irgendwie, oh, die Frau fühlt sich nicht wohl und will weg. Das entsteht halt eher, wenn du das Ganze nicht gut rüberbringst, wenn du da irgendwie so ein halbherziges Kompliment machst, nervös bist, schnell redest und die Frau sich so denkt, oh Gott, was ist das für eine Situation? Aber wie gesagt, wenn du da wirklich selbstbewusst hingehst, einen guten Augenkontakt hast, eine ruhige Stimme an den Tag legst und der Frau einfach ein Kompliment machst, ein sehr direktes, und dann natürlich mit dem Gespräch fortführst, also wie im ersten Part erwähnt, nicht jetzt auf eine Antwort wartest, dann entsteht kein Druck, dann entsteht Spannung, mein Freund. Und genau das brauchst du nämlich im Flirt. Ja, das war unser Video zu dem Thema Komplimente. Wir hoffen, wie immer, ihr konntet etwas lernen, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn du noch Hilfe brauchst bei dem Thema, Frauen ansprechen, rausgehen, dich irgendwie noch nicht so richtig traust oder an irgendeiner Stelle nicht weiterkommst, dann trag dich hier unten gerne ein. Wir haben da einen Link für ein kostenloses Telefongespräch. Da kannst du mit Antonio reden oder mit mir. Man kann einfach mal über deine Situation sprechen, dir weiterhelfen. Und ja, wenn es harmoniert, wir merken, wir passen gut zueinander, dann können wir auch gerne mal zusammen rausgehen, hier Frauen ansprechen, das alles im Rahmen eines Coachings. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace.